Daheim und unterwegs. Hier ist das Leben zu Hause. Cassie Bona ist heute das erste Mal bei uns. Schön, dass du bei uns bist. Und du hast uns sehr, sehr außergewöhnliches Weihnachtsgebäck mitgebracht. Also nicht so das Vanillekipferlchen oder das Spritzgebäck, wobei die Sachen auch immer sehr lecker sind. Das stimmt. Sondern du hast uns Amarettinis, sind das aus? Pistazien-Amarettinis. Okay, mit einer Füllung auch. Mit selbstgemachtem Glühwein-Gelee. Kleines Schmankerl und Bratapfelkonfitüre. Und das andere sind Lebkuchen-Brownies, die wir dann auch ganz schnell im Handumdrehen verzieren, also ohne viel Aufwand und macht doch noch ein bisschen was her. Und die sind auch im Handumdrehen hergestellt? Im Handumdrehen, genau. Ich bin sehr gespannt, weil ich nicht mein Mikrofon ein bisschen höher ziehen, sonst höre ich mich gleich nicht mehr. So, womit fangen wir denn an? Mit den Amarettinis. Ja, gerne. Der Teig muss ein bisschen ruhen und dann fangen wir damit gut, an. Gut, gut. Brauchst du Hilfe oder? Sehr gerne, natürlich. Ja. Erzähl. Und zwar die große Schüssel und dann verrühren wir erstmal die Zutaten. Wir fangen an mit dem Eiweiß, das hole ich mal. Okay. Sag mal, wir müssen ja ein bisschen erzählen, was du machst. Du machst einen Backblock. Ja, ne? Back- und Tortenblock. Genau, gucken wir uns auch gleich an. Gerne. Da vorne steht ja schon so ein kleines Törtchen, in, das das schon mal andeutet. Ja. Soll ich rühren? Oder? Genau, bitte rühren. Womit? Schneebesen? Und mit einem Löffel würde ich das einfach machen. Also Eiweiß. Ich gebe dazu. Eiweiß, dann die gemahlenen Mandeln. Oh, gemahlene Pistazie. Eine schöne Masse rühren. Einfach vermengen. Oh, Pistazien. Das ja, aber Geld Pistazien. Ne? Ja, das schmeckt immer ein bisschen Zutat, besser. Es gibt ein bisschen Aroma und auch ein bisschen Farbe. Schön die nussig. Hast du gehackt, sehe ich, ne? Zumindest ein bisschen. Die habe ich gehackt gekauft und dann noch ein bisschen gemahlen, dass sie etwas feiner sind. Und die geben auch schön Saftigkeit in den Teig. Dazu noch den Zucker. Das soll ja auch ein bisschen süß sein. Mhm. Und einen Esslöffel Honig. So viel Zucker. Ja. Für jemanden, der mal sich mit Zahnmedizin auseinandergesetzt hat, da kommst du eigentlich her, ne? Ja, aus der Zahntechnik. Und ja, aber das liegt ja eigentlich nah, weil dann hast total du auch viel, ja, nun nicht unbedingt Kuchen, aber ist schon handwerklich auch. Ne? Okay, also du machst Kronen, du machst Verblendung. Also ein bisschen Geschick sollte man haben. Stimmt. Jedenfalls weißt du, was passiert, wenn man sich danach die Zähne anständig das putzt. Das ist schon wahr. Das ist richtig. Schön vermengen. Ja. Und dann wickeln wir das in Frischhaltefolie und dann geht der Teig erstmal für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Ein kleiner Tipp ist auch, dass man den gut vorbereiten kann. Ja. Wenn man mal nicht so viel Zeit hat, Familie, Beruf und möchte doch was Leckeres machen, kann man das auch gut am Vortag schon vorbereiten, im Kühlschrank ruhen lassen und riecht auch gut, das ne? Duftet jetzt schon, ja, obwohl das so kalt ist vermeintlich, ne? Ja, aber ja, die Zutaten geben viel Aroma. Ja. Und machst du das jetzt nur für uns, damit wir keinen Lärm machen mit dem Holzlöffel? Würdest du das? Nein, das mache ich auch sonst mit dem Holzlöffel, weil die Zutaten brauchen eigentlich keine Küchenmaschine und auch kein Schneebesen. Ja. Nee, das mache ich auch sonst so. Schön vermengen, dann packen wir das in Frischhaltefolie, helfe ich mal dann abschneiden. Und dann kann der Teig schon ruhen. Wir dürfen uns das vorstellen, du machst einen Backblock, du backst also regelmäßig und schreibst drüber. So genau. So können wir uns das vorstellen. Genau, ne? Ich hole mir Inspiration, so zum Beispiel auf dem Markt gucke ich, was gibt es gerade für Obst, auch für Gemüse, Zucchini, Möhren, kann man auch sehr, sehr gut mitbacken. Und ich muss schon zugeben, natürlich kriege ich manchmal so Leserwünsche, ich würde gerne mal diesen Kuchen sehen oder jenen, aber eigentlich mache ich es doch nach Gusto, also worauf wir zu Hause Lust haben. Ja. Schöne Kugel. Oder? Gut aus, ja, super, danke. Und, bitte. Und dann überlege ich mir, was kannst du daraus Schönes zaubern? Und dann lege ich los. Ja. Und meistens klappt es auch ganz gut. Schmeckt wie zu Hause, sagst du? Du bist ja eigentlich, du bist ja die Traummama. Da gibt es ja jeden zweiten Tag Kuchen bei dir zu Hause, oder? Öfters, ja. Ich versorge auch alle Kindergartenfreunde. Das ist ja großartig. Ja. Das ist ja echt großartig. Aber er darf auch mithelfen. Er ist jetzt 5. Ja. Und der macht dann ganz gerne mit. Und mal Traumleben. Ja. Oder? Mit 5 jeden und Tag. Und Naschen ist besonders. So, den packen wir in den Kühlschrank. Gut. Ja. Und holen wahrscheinlich den schon vorbereiteten genau, raus. Genau, den vorbereiteten Teig holen wir raus. Aber sollen wir mal ganz kurz ein paar Bilder. Du hast ja gesagt, du machst ja auch gerne so Tortendesign. Ne? So ein kleines Beispiel haben wir da. Motivtorten. Aber wir haben auch ein paar Bilder. Vielleicht können wir da mal ganz kurz reingucken und du sagst uns, was wir da genau sehen. Ja. Film ab, bitte. Oh, das ist meine Igelchentorte. Und Mäuse. Also ich mache das so ganz, wie gesagt, nach Jahreszeit, nach Anlass. Das ist eigentlich nur eine Tortenfigur. Ja. Ja, für eine Babyshowerparty. Ja, man kann sich da richtig ausruhen. Ne? Das ist super. Ja, kleine BDR-Torte. Ja, kleine Maus auf Reisen. Das war im Sommer gewesen. Sieht man ja auch mit dem Floß und dem Koffer. Und super. Und das ist dann die jetzt für Weihnachten.
Marzipan. Nein, das ist Fondant. Fondant, ja. Wie man es gerne hat. Und daraus formst du das? Daraus forme ich das. Und der Rest wird aus Blütenpaste gemacht. Ja. Das ist ja Eiweiß mit so einem Klebestoff und mit Puderzucker. Kann man auch gut selber machen. Und daraus forme ich dann die Figuren. Aber wenn man das sieht, dann weiß man auch, warum Arbeit, Zahntechnik gelernt zu haben, echt eine hat super Vorteile, Voraussetzung ist für diesen auf Job. Auf alle Fälle, oder? Ja, na klar. Du brauchst schon ein bisschen. Und Fantasie. Ja. Ich glaube, mit Fantasie kannst du alles. Ja, und malen können muss man ja auch ein bisschen mit den Farben umgehen. Ne? Ja, das stimmt. Aber eigentlich sehen alle Torten schön aus. Ich sehe das auch bei den Kursen, egal was die Leute da zusammenmischen und machen, auch Männer, es sind auch viele Männer in den Kursen. Ich finde, ehrlich gesagt, sehen die alle schön aus und jeder hat was. Und, okay. Männer machen bei dir auch Backen? Ja, machen auch gerne auch mit ihren Frauen zusammen. Finde ich ganz toll. Das ist so, ob Pralinenkurs oder sowas, die machen das ganz gerne. Sie kommen mit ihren Frauen und machen bei dir einen Backkurs um Ernte? Ja, dekorieren, ja, machen die. Für ihre Kinder dann oft, dann machen die das zusammen. So, Respekt. Das ist jetzt, ja, das ist auch schön, das ist eine kleine Beschäftigung. aus diesem Teig, der jetzt geruht hat, formen wir kleine Kugeln, die dann ungefähr so groß sind, mit der Hand, wälzen die in Puderzucker, den würde ich dann schon mal hier. Ja, genau. Ich mache mir nur noch ein bisschen. Ja, gerne, mache ich auch gleich nochmal. Klebt der extrem oder geht's? Och, das geht eigentlich. Das ist so ein bisschen wie Marzipan, die Masse jetzt. Ne? Und so kleine Kugeln können wir auch gerne mit einem Löffelchen abstechen und dann im Puderzucker wälzen und direkt aufs mit Backpapier belegte Backblech legen, bitte. Aber so klößchenmäßig? Ja, so kleine Klößchen. Wir drücken die gleich nochmal flach. Nasse Hände bringen auch keinen Vorteil, mag ich gerade. Nicht wirklich, nein. Aber stimmt, es ist echt genau, fühlt sich wirklich an wie Marzipan. Ist wie Marzipan, riecht auch so, ne? Durch die Mandeln. So. Rot zu essen macht man nicht. So genau, die Größe? Genau. Und dann einfach darin wälzen, dann auf das Backblech legen. Muss man eigentlich auch nicht wirklich viel Abstand zueinander nehmen, weil läuft nicht so sehr auseinander. Und einfach drauflegen. Ich übernehme den zweiten Teil. Hätten wir den Puderzucker vorher kaputt machen, also fein sieben sollen, oder geht es so? Ach, das geht auch so. Okay. Das zerläuft ja eh ein bisschen. Ja, und ich mit dem Löffelrücken drücke ich das so ein bisschen ein. Dann backen sie auch schneller durch und mit dem Holzlöffelrücken mache ich ein kleines Loch. Und da spritzen wir dann gleich die Konfitüre rein. Ach, wie witzig. Ja? Sie schauen wie ein Mini-Donut. Sieht schon gut aus. Ja, super. Und ich bereite so lange schon mal den Rest hier vor. Aha. Bisschen Teamwork. Ja, und zwar. Bis jetzt ist das sehr einfach. Ja, ne? Einfach, oder? Schnell. Und ich finde auch, wenn es zu kompliziert wird, dann geht auch der Spaß verloren. So können alle mitmachen, auch die Männer, auch die Kinder. Ja, also hat die ganze Familie Spaß an der Sache. Und darum geht es ja auch gerade in der Vorweihnachtszeit, dass man das nicht alles so als Arbeit nimmt. Ne? Ja. Dass man ein bisschen, ja, wenn ich Spritzgebäck zu Hause mache, das ist immer das Arbeit ist mit meiner Frau. Arbeit. Ist es wirklich, das glaube ich, ja. Aber du musst ja den Teig machen, dann muss der wieder kalt werden. Dann ziehst du den durch den Wolf. Ja. Mein Sohn hat genau das erste Blech lang Lust zu helfen. Ja, das ist nämlich meistens Schluss, das stimmt. Ist wirklich wahr. Noch das einmal ein paar Kekse hinlegen und dann. Und dann ist auch gut. Danke. Ja, danke, reicht, Papa. Danke. Rufst du mich, wenn die fertig sind? Ja. So, und hier wollte ich noch sagen, bei dem Glühwein-Gelee, den wir jetzt ausgewählt haben, den kann man natürlich super easy selber machen. Man kann ihn auch fertig kaufen. Die zweite Variante, die wir da haben, ist eine Bratapfelkonfitüre, jetzt passend zu Weihnachten. Aber ich finde, das Gebäck kann man auch zu allen Jahreszeiten nehmen und dann zum Beispiel mit selbstgemachter Erdbeerkonfitüre oder einem Kirschgelee befüllen, also ganz nach Geschmack. Ja. Sogar mit kleiner Schokolade, mit kleinem Schokoladenkern. Das ist auch lecker, das mögen die Kinder. Wie hast du denn dieses Glühwein, kochst du denn einfach nur ein Gelee? Oder wie? Genau, entweder nehme ich fertigen Glühwein und ich habe jetzt noch mit Kirschsaft den Glühwein etwas gestreckt, dass der nicht ganz so sehr nach Alkohol schmeckt, mit frischem Kirsch oder mit Kirschsaft gemischt und dann einfach eingekocht. Mit Gelierzucker, ein bisschen Orangenaroma oder Orangensaft, Orangenschale dazu und dann ein bisschen im Kühlschrank und abwarten. Schön. Ja, aber man kann auch Marmelade nehmen, nur durch ein Sieb streichen, weil die Stücken bleiben sonst in der Spritztülle hängen. Ich darf verraten, ich habe eben schon da vorne einen der Fäden geklaut. Ja. Das ist super, weil das so eine klitschige, tolle Konsistenz hat. Ja, ist nicht so trocken. Ne? Naja, wenn man Amarettini hört, dann glaubt man ja immer, das sind diese Dinger, die du, weißt du, auf dem Kaffeelöffel liegen hast. Die so hart sind. Und knochentrocken. Und der knuspert. Genau. Aber die sind schon, die sind richtig toll. Ja, die müssen auch saftig sein. Und bei der Lagerung ist es auch wichtig, dass man sie entweder in so eine Plastikdose, einen machen wir noch, ne? Oder in eine Metallvorratsdose packt. Dann bleiben die auch so schön saftig bis Weihnachten. Ja. Also das ist auch ein Gebäck, was man nicht erst einen Tag vorher machen muss, wenn man eh schon Stress hat. Ja. Man kann es gut vorbereiten. Wie viel? Das ist ja ein Rezept quasi. Ja, fangen wir ruhig an. Genau. Das ist ja ein Rezept. Wie viele Kugeln? Wenn man sie regelmäßig groß bekäme, nicht so wie ich, wie viel kriegst du da raus ungefähr? Ach, 30 bestimmt. Echt? Ja. Also. Ja, muss ja schon mindestens doppelte Menge machen zu Hause. Die sind echt lecker. Ja, das ist schön, das freut mich. Und wenn man mal keine Pistazien hat, kann man sie auch nur mit Mandeln machen.
Das ist, ich versuche mal den Zucker ganz kurz. Ja, wobei, ich muss jetzt sagen, also bei dieser tollen Konsistenz, ich glaube, die Pistazien sind aber schon... Ja, das gibt nochmal so ein bisschen ein schönes Aroma. Ich hatte irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wofür wollte ich Pistazien kaufen. Ja. Und da setzte dich am Anfang aber auf den Po, ne, was Pistazien kosten. Das stimmt, aber sie schmecken auch toll. Ne? Ja. Das ist schon, und zu Weihnachten möchte man ja die Verwandten, die Freunde, die Liebsten auch ein bisschen verwöhnen. Da kann man sich das schon mal leisten. Super. Ja? Okay, ich glaube, es reicht. Genau, das reicht. So, ich mache die gleich in Ruhe weiter. Okay, die kommen in den Ofen bei wie viel Grad? Ich würde sie bei 150 Grad Umluft backen. 12 Minuten reichen. Und man kann sich natürlich eine schöne kleine Eieruhr stellen, aber wenn es duftet, sind sie fertig. Wenn es duftet, sind sie? Ja, weil das ist so ein ganz toller Geruch. Also das riecht richtig schön zu Hause. Und klasse. Das macht es ja auch nochmal. Und dann sofort bitte vom Backblech gleiten lassen. Ja. Weil wenn man sie zu lange liegen lässt, werden sie von unten hart. Also ich würde sie wirklich rausnehmen, runterziehen, kurz abkühlen und verpacken. Oder sofort aufessen. Oder sofort essen, ja genau. Aber 30 auf einmal kriegst du nicht. Ich mache nur einmal Platz, weil du willst uns einmal noch zeigen, du machst uns ja noch... Genau, Lebkuchen-Brownies. Brownies, genau. Ein kleinen Klassiker. Ja. Den kann man auch zu jeder Jahreszeit machen, aber zu Weihnachten finde ich gerade das Lebkuchenaroma ganz hervorragend. Nicht diese trockenen Herzen, die man sich um den Hals hängt nach dem Weihnachtsmarkt, sondern mal so schöne Brownies verpackt. Man kann zu dem Grundrezept, was ich heute gemacht habe, kann man auch Nüsse dazugeben. Ganz egal, welche Nüsse, Rosinen, getrocknete Früchte. Also den Teig kann man sich so verfeinern, wie man das möchte. Und wir machen jetzt nur Lebkuchengewürz dazu und dekorieren sie dafür am Ende ganz fein. Okay. Dafür schmelzen wir über dem Wasserbad 150 Gramm gehackte dunkle Kuvertüre oder dunkle Schokolade mit der Butter zusammen. Einfach, damit die Schokolade nicht anbrennt und dann... Du setzt die Schokolade schon mal auf, vielleicht kriegen wir es ja mit, wenn die 12 Minuten rum sind, dann sind wir natürlich live dabei, wenn die Dinger rausgezogen werden. Und wenn es duftet. Wenn es anfängt zu duften. Ja. Und dann sehen wir uns gleich für die Brownies wieder. Super, danke schön. Dank. Bis gleich. Bis gleich. Daheim und unterwegs. Hier ist das Leben zu Hause. So, wir warten noch ein bisschen auf Kekse. Wir warten auf den Duft, ja. Aber du wolltest uns ja noch ein anderes Rezept machen. Die Schokolade sehe ich schon perfekt geschmolzen. Mit der Butter, genau. Ja. Ach, da ist ein bisschen Butter drin. Ist Butter, genau, damit die Schokolade nicht gerinnt über dem heißen Wasserbad. Ja. Die Butter ist da drin. So, die Eier sind getrennt. Eigelb bitte da reingeben. Mhm. Ja, das ist gut, genau. Dann geben wir den Zucker dazu. Ein Päckchen Vanillezucker. Mhm. Und das ist jetzt das Besondere zu Weihnachten. Einen kleinen Teelöffel Lebkuchengewürz. Einfach dazugeben. So. Echt vom Schneebesen? Ja. Gerne mal ein bisschen rühren, ja. Das geht. Das geht, ne? Also ich guck mal, so lange. Ich habe schon wieder wahrscheinlich das Handrührgerät reingehängt. Ja. Also zumindest jetzt noch. Ich glaub, es ist schön heimelig mit einem Schneebesen. Und okay. Also wenn man es nicht unbedingt muss, kann man das auch gerne machen. Es riecht gut, ne? Kommt direkt dieser Duft durch, ne? Dieser Lebkuchenduft. Kommt gleich Weihnachtsstimmung auf. Fertig. Genau, fertig. So, jetzt holen wir die Schokolade dazu. Erst Schokolade. Und ich lasse die erstmal im dünnen Strahl reinlaufen. Einfach schön verrühren. Kann man auch wirklich nichts falsch machen. Kann man auch wieder super mit den Kindern zusammen machen. Fertig. Ah, genau. Super Kombination. Ja, und lecker. Also vom lecker Schoko. Schon. Mhm. Genau. So, und jetzt geben wir das Mehl dazu. Mhm. Kurz unterrühren, bitte. Das Eiweiß haben wir mit einer Prise Salz schon steif geschlagen. Mit einem Handrührgerät oder Küchenmaschine oder dem Schneebesen. Geht es natürlich auch. Genau, das einfach nur kurz einrühren. Bevor wir jetzt den Eischnee unterheben, wollte ich noch schnell einen kleinen Trick verraten. Ja. Und zwar, wenn man gerade bei so Brownies oder anderen Kuchen eine viereckige Form verwendet, hat man ja oft das Problem, dass das Backpapier sich nicht so schön anpasst. Stimmt. Und dann überall rausquillt und der Kuchen wird halt nicht schön viereckig. Ja. Ich halte das einmal unter das Wasser, komplett, mache es nass, knülle es zusammen, entknülle es und lege es wieder rein. Und wenn man vorher ein bisschen Fett reingemacht hat, klebt es von unten zusätzlich und man kann es richtig schön auspolstern. Und diese Feuchtigkeit aus dem Papier gibt auch so ein bisschen Feuchtigkeit in den Teig. Also der bleibt dann schön saftig, was man ja gerade bei solchen Kuchen ganz gut findet. Ja. Bitte, das zeigst du das jetzt. Zeige ich einmal kurz. Das will ich einmal sehen. Ich schaue nur mal nach unseren... Gibt es denn noch keine Backformen, die so perfekt an die Haft sind, dass ich das ohne... So perfekt nicht, weil das Backpapier, das rutscht halt raus eigentlich. Ja. Ne? Und dafür ist das wirklich der schnellste und einfachste Trick. Einmal komplett unter Wasser halten. Naja, weißt du, hin wieder denke ich mir, die waren auf dem Mond, aber eine Backform, ne? Genau, die du nicht auslegen musst, die gibt es irgendwie nicht. Das ist schon komisch, ne? Nein, das stimmt. So, ich mache das mal hier vorne. Ja, also wirklich zusammengeknüllt.
entknüllen. Das kann ruhig auch dann feucht sein. Soll es sogar. Gibt's ja alles. Dann legen wir das hier in die Form. Weil hier so ist es, wenn man es nicht nass macht. Mhm. Ne? Und dann hält sich das halt nicht so schön. Und so kann man das richtig toll in die Form reingeben. Und dann klebt es auch. Ja? Also hier sieht man jetzt den Unterschied. Hier klebt es halt nicht. Und wenn es nass ist, kann man das so richtig schön anpassen. Und fertig. Das ist witzig. Das müsste man ein bisschen einschneiden, damit du auch wirklich runterkommst. Ne? Genau. Ja. Das ist witzig, ja. Und jetzt den Eisschnee einfach vorsichtig bitte unterheben. Nicht zu stark rühren, sonst zerfällt er wieder. Genau. So, immer die Form schön. Gut, das Backpapier hat natürlich auch den Vorteil, dass man den Kuchen dann damit wieder rausnehmen kann und nicht in der Form schneiden, da man ja sonst die Oberfläche zerstört. Genau, einfach locker unterheben und dann einfüllen. Und ich glaube, dann passt das auch mit dem Ofen. Ganz perfekt. Jetzt riecht schon gut. Ich habe Brownies noch nie selbst gemacht. Ja, dabei geht es so schnell. Ich vertue mich doch nicht, da war doch jetzt nicht sehr viel, war die Schokolade drin, Eigelb? Schokolade, Butter, die getrennten Eier, Eigelb mit Zucker, Vanillezucker, Gewürz nach Geschmack. Genau. Kaum Mehl, ne? Ganz wenig Mehl, 70 Gramm auf 150 Gramm Schokolade, also wirklich ganz wenig. Witzig. Ja, und dadurch wird es so schön schokoladig. Ich habe mal so einen Nusskuchen gemacht, da kommt auch kein Mehl, gar nichts. Da kommt nur ein Teelöffel Mehl, damit es nicht bricht. So, genau, eine kleine Bindung. Und ansonsten besteht nur aus Mehl. Ja. Also, das ist schon super. Ja. Ne? Und der bleibt vor allen Dingen immer so schön die lange bleiben frisch. So schön saftig, genau. Da muss man nicht immer frisch an dem Tag backen, wenn man so schon Stress hat. Ja, das reicht schon. Okay. Das können wir jetzt einfach hier reinstreichen. Ja. Hast du einen Kinderfeind, um das auszukratzen schön? Hattest du doch eben. Ach, klar, irgendwo. Für die Schokolade, oder? Wo ist der hin? Ja. Das ist bestimmt schon hinten. Den habe ich schon wieder. Ah, ich habe ihn. So. Genau, da geht das schon noch. Mache ich. Ja. Wir kriegen das schon hin. So. Das wäre ja zu schade, oder? Ja, zu Hause hätte ich jemanden, der es ausnascht. Das wollte ich gerade sagen. So, fertig. Okay. Ich nehme es dir ab. Was los? Vielen Dank. Oder brauchst du das noch zum Verschütteln? Nein, das schütteln wir ein bisschen und dann geht das gleich im Ofen. Jetzt lässt du das nur quasi... Genau, ich lasse das jetzt einfach nur backen. Und das war's. Machst du ein bisschen in die Ecken. Ne? Und das war's schon? Das war's schon. Sonst nehmen wir noch eine kleinere Form, dann wird es etwas höher. Ja. So kann man es sogar 1-2 Minuten eher aus dem Ofen nehmen. Und was ich dann immer schaue, diesen Holzstäbchentrick, den man ja kennt von Rührkuchen und ähnlichen, reinstecken, rausziehen, wenn der Teig dran klebt, noch eine Minute länger, das braucht man hier nicht. Wenn der Teig noch ein bisschen dran klebt, ist perfekt. Ist perfekt, damit das soll ja so ein bisschen knitschig sein in der Mitte. Super. Und braucht man gar nicht ganz so. Soll man es reinschieben? Sind die denn soweit eigentlich? Mich immer, ich hoffe mal. Ich schau mal. Wenn Sie gerade unten dieses kleine Zeichen gesehen haben, Sie wissen ja, ne, wenn Sie ein Smartphone haben, das fähig ist, den QR-Code zu lesen, dann einfach mal bei uns unten abnehmen, dann geht es direkt auf unsere Seite zu diesen leckeren Rezepten und auch der Hinweis, wo man deinen Blog findet, um sich vielleicht noch ein paar andere Rezeptideen zu holen. Das ist ja lustig, vor allen Dingen, der fließt ja kaum weg, ne? Ja, durch das Eiweiß. Ja. Stellen wir mal hier drauf, ich schiebe das im Ganzen. Können wir die nach vorne holen, ne? Ja. Machen wir euch mal Platz hier. Das Wasser brauchen wir ja nicht mehr, ne? Noch ganz heiß, ja. Ja, ich mach das, du hast die Handschuhe, ich mach das. Ich mach das. Du hast ja gesagt, schnell ziehen. Okay. Ja. Pass auf, jetzt musst du uns direkt mal gleich fragen, hier ist mir was passiert, was mir wahrscheinlich zu Hause auch passieren würde. Ja, guck mal. Sind noch zu heiß. Ist zu heiß? Und die ist deswegen noch so zerlaufen? Ja. Die werden ja jetzt platt. Da vorne, du hast nämlich, deine sind so schön rund geblieben. Ja, ich habe sie noch ein Minütchen länger drin gelassen zum Auskühlen. Ach so. Und dann rausgenommen. Ne? Aber ansonsten sofort vom Blech runterziehen. Ja, und dann machen wir das doch mal, oder? Genau, genau. Was hast du? Genau, ich halte es schon fest. Perfekt. So. Okay, also der Trick, dass die so rund werden wie deine, liegt daran, dass ich sie rechtzeitig einfach aus dem Ofen nehmen muss. Ja, oder eigentlich einen Moment länger drin lassen, weil dann hält es besser die Form. Außerdem habe ich die etwas platter gedrückt, damit sie schneller durchbacken. Ach, ja? So, okay. Also wenn man sie so richtig runter möchte, lässt man sie länger drin, eine Minute. Und der Zeit wegen, wenn man es etwas flacher zwischen, dann backt es natürlich schneller durch. Ja, aber so sehen sie wieder aus wie fast normale Kekse. Ja, quasi. Und so hast du ja den Geschmack Kugel. Und so hast du dann eben da diese Kügelchen. Kügelchen. Ne? Und ich sehe, dass ich jetzt in meinem linken Augenwinkel sehe ich, dass jemand, der total auf Kekse steht, schon so langsam... Es riecht nach Keksen. Es riecht nach Keksen. Da bin ich sofort dabei. Die sind zu heiß jetzt wahrscheinlich zum Probieren. Richtig, oder? Nicht zum Kleinen? Mit ganz viel Pusten? Dankeschön. Das riecht köstlich.
Weil, wenn du die einmal im Mund hast, du kannst nicht mehr sprechen. Das ist super, denn ich muss gleich was sagen. Echt? Okay, pass auf, dann reden wir so lange. Ach so, und können wir die auch probieren? Ach, da sind ja drei. Genau, den habe ich schon aufgeschnitten. Gerade bei so einem Kuchen schneide ich das eigentlich immer in Quadrate. Mhm. Und natürlich kann man den jetzt ganz aufwendig verzieren, aber manchmal muss es ja auch ein bisschen schneller gehen und trotzdem toll aussehen. Und da habe ich mir eine kleine Schablone aus Pappe gebastelt, einfach einen Stern, jetzt zur Weihnachtszeit, in Quadrate schneiden oder in Vierecke schneiden, dann auf den Teller legen, das drüber. Man kann ja auch ein Herz nehmen für seinen Liebsten oder was man gerne möchte. Ein bisschen Puderzucker. Das machen dann die Männer in deinem Backofen. Das machen dann die Männer, ja, für die Frauen. Ja, zum Valentinstag. Ja, ist doch toll, genau, mit Kirschen im Teig, super. Ja, Fotos gibt es übrigens auf unserer Instagram-Seite, ne? Wenn Sie noch mal ein bisschen was Schönes anschauen wollen, gucken Sie doch einfach mal nach. Oh, schön. Toll sieht das aus. Cool. Fängst du an? Na, ich will mich nicht vordrängen. Du hast gebacken, Mensch. Dann machst du das nicht auch, du hast gebacken. Und hast gar keine Lust. Das ist so schön glätschig. Ne? Glätschig ist total lecker. Und dann löst er sich so langsam auf, dieser Keks. Das ist ganz, ganz tolle Konsistenz. Schön. Lecker. Freut mich. Ich bin ja immer noch begeistert von diesem Backpapiertrick. Ja. Mit dem nassen Backpapier. Ja, das kannte ich auch nicht. Ja, dann hält es wirklich besser, weil sonst kämpft man da und dann rutscht es wieder raus. Und vielen Dank. Sehr gerne. Noch mehr Zucker. So, bitteschön. Perfekt. Oh, köstlich, mit diesem Lebkuchenaroma. Ein bisschen weihnachtlich. Oh, ganz lecker. Wenn du dich entscheiden müsstest, was du lieber backst, sind es diese riesigen, also diese schönen Torten oder ist es der Keks an sich? Ich brauche wirklich beides. Also das ist tatsächlich so, ich backe wirklich viel, ja, und manches kommt dann auf den Blog, nicht alles, aber manches. Und ich finde so, wenn man viel gebacken hat und dann auch natürlich viel genascht hat, dann tut es auch mal gut, eine richtige Torte zu machen, weil da kannst du dich kreativ austoben und ausprobieren und Orchideen und Blüten und Rosen machen und es ist ja immer wieder was anderes und so kannst du wirklich alle Leidenschaften abdecken. Sehr lecker. Und wenn du das fertig hast, vor allem eine große Torte, dann hast du auch wieder Lust auf einen einfachen Rührkuchen und also kann man das ganz gut miteinander kombinieren. Wie lange brauchst du denn für so eine Torte? Also, man sagt immer für eine normale Torte 3 Tage. Einen Tag backen, dann nachts befüllen, dann kommt so eine Ganache-Schicht drumherum zum Versiegeln, Fondant und dann dekorieren, also 3-4 Tage brauchst du schon. Es dauert schon eine Weile, wenn es richtig toll wäre. Das geht auch schneller. Aber das ist kein kurzfristiges Weihnachtsgeschenk oder so. So auf den letzten Drücker. Habe ich gerade wieder verworfen, die Idee. Gut, die Deko kann man rechtzeitig vorbereiten, aber es dauert schon. Aber wir können an der Stelle festhalten, liebe Zahntechniker, die ja alle in der Welt keine Lust mehr auf ihren, es scheint eine tolle Voraussetzung zu sein, Motivtorten und leckere Kekse zu machen. Also, zum Üben. Ja, aber nach dir sind alle nur Kopien. Ach, danke schön. Das war sehr lecker. Ich muss mal eine Zahntorte machen, dann kann ich das kombinieren. Das stimmt. Das nächste Mal. Tolle, schnelle Keksrezepte vor allem. Ja, und die sehr lecker sind. Die halten sich auch gut. Man in der Blechdose oder in der Plastikdose. Kann man sich schön vorbereiten und dann kann man sie auch gut mitbringen. Zu Weihnachten als Alternativgeschenk. Ich packe mir die ein und bringe die dann heute Abend mit. Danke. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.